Und die Biomasse stagniert da seit ein paar Jahren bei 50,9 Terawattstunden, komme ich nachher mal drauf zu sprechen. Die wäre eigentlich relativ wichtig, weil man die eigentlich gut regulieren kann. Also man könnte jetzt zum Beispiel in der berühmten Dunkelflaute mehr Strom produzieren. Leider ist es technisch nicht so ausgelegt. Die kriegen einen festen Einspeisetarif und produzieren dann, wenn gerade das Ganze zur Verfügung steht. Also man könnte da, statt teure Speicher zu bauen, das Ganze natürlich so schon über die Biomasseanlagen abfedern und so weiter. Komme ich aber nachher noch mal kurz drauf zu sprechen. Wenn man Was auch noch ein Effekt ist, natürlich auch Arbeitskräfte. Gerade bei der Windenergie gibt es sehr viele Arbeitskräfte. Die Biomasse schafft auch viele Arbeitsplätze und so weiter. Insgesamt kommt man auf rund 338.600 Beschäftigte. Als Maßgabe, das ist ungefähr 50% der Beschäftigten bei der Autoindustrie. Klar, die hat eine größere Lobby, man hört halt immer viel mehr. Sobald da irgendwo eine Gesetzesänderung ist oder sowas, die irgendwo nicht so mögen, dann passiert da gleich was. Bei den Erneuerbaren ist es halt weniger stark. Es gab früher mal so Politiker wie den Hermann Scheer, der hat dann sich stark darum gekümmert, aber im Augenblick, seine Tochter ist da die Nina Scheer, die kümmert sich da ein bisschen, aber insgesamt hört man da relativ wenig. Auch als diesen großen Knall da gab, wann war das hier, 2000, hier, da ist ein relativ geringer Aufschrei da gewesen. Da sind rund an der Photovoltaikindustrie 50.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Hat man nichts gehört, aber bei 18.000 Kohlearbeitskräften war natürlich schon gleich sehr viel politische Resonanz da. Hier hat man den jährlichen Anteil, habe ich gerade schon gesagt, die letzten Angaben, das sind jetzt praktisch den Anteil an der Last und das ist der Anteil erneuerbarer Energien an der Erzeugung. Man sieht also, man ist die letzten zwei Jahre sogar hier bei der Erzeugung sogar über 60%. Letzten Jahr und diesem Jahr sind wir sogar weit über 60% gekommen. Es gibt gewisse Unterschiede zwischen an der Last und der Erzeugung. Manchmal ist es tatsächlich so, dass da was abgeregelt werden muss und so, dann erzeugt man ein bisschen mehr, als man wirklich verbraucht und so. Das ist auch so eine Sache, das ist ein Mismatch, dass es also noch nicht dynamische Tarife gibt, dass wenn es tatsächlich viel Wind gibt, dass die Stromtarife billiger werden. Es gibt da einen Anbieter, der Tipper und ein paar kleinere noch dazu, die sowas realisieren. Das wäre natürlich hochgradig sinnvoll, statt das Ganze abzuregeln. Und dann würden sich die Leute ein bisschen darauf einstellen. Es ist am 1.1. Pflicht, dann muss es jeder anbieten. Ah, gut. Ja, ist auch sehr sinnvoll. So. Dann gibt es diese Differenzen auch nicht hier zwischen Erzeugung und Unterlass. Können die Stromnetze das hindern? Im Gegenteil, ist sogar noch besser. Also wenn natürlich viel Strom da ist und wenig Strom da ist, dann werden die praktisch immer entlastet, je nachdem, wie es gebraucht wird und so. Dann ist es, oder müssen wir sich überlegen. Das Ganze ist ja oftmals so, dass die relativ regional das Ganze ist. Also wenn Paderborn dann viel Strom erzeugt, dann wird es nicht weitergeleitet, sondern dann wird in Paderborn der Strom billiger und dann nutzen die Leute das und dann ist es über große Übertragungsnetz eigentlich sogar entlastet, als wenn es dann irgendwie erst durch ganz Deutschland gekarrt wird und so und dann erst abgeschaltet. Müssen wir sich mal genauer Gedanken machen, wie das Ganze ist und so. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, man kann das Ganze auch von der Erzeugungsseite her günstiger machen. Im Augenblick ist es auf maximalen Ertrag ausgerichtet, gerade bei der Photovoltaik zum Beispiel, alles strikt nach Süden ausgerichtet, 30 Grad Aufstellwinkel, da hat man mittags um 12 im Sommer den höchsten Ertrag. Man könnte es natürlich auch eine Ost-West-Ausrichtung machen, dass wir morgens und abends ein bisschen mehr Strom hätten, mittags ein bisschen weniger und dann sind die Stromnetze da auch entlastet. Und man hat eine gleichmäßigere Stromerzeugung. Das ist auch durchaus gängig. Ja, jetzt inzwischen schon, ja, aber der Großteil der Anlagen, die installiert sind, also die neuen Anlagen, passiert das schon. Auch inzwischen schon so, weil die Unterkonstruktion zum Befestigen der Solarmodule ist inzwischen fast billiger als eine einfache Ausrichtung. Und dann gibt es auch noch Effekte wie sogenannte bifaziale Solarmodule. Die können von beiden Seiten beschieden werden und dadurch ist die Stromerzeugung noch gleichmäßiger. Also kann die Sonne sogar von der Rückseite kommen oder reflektiert werden. Und dann gibt es auch da ein bisschen Strom zusätzlich. Dadurch ist die Stromerzeugung ein bisschen gleichmäßiger und hat man nicht diese großen Peaks. Hier sieht man das Ganze der einzelnen Erzeugungsarten der Erneuerbaren in den letzten 10 Jahren. Sieht also gerade Windkraft macht den Hauptanteil aus, mit über 20%, Photovoltaik jetzt 12%. Das Ganze ist jetzt, da gibt es auch immer eine Diskussion, in der Politik muss man aufpassen, wenn man Tabellen hat, zwischen Bruttostromerzeugung und Nettostromerzeugung. Das ist witzigerweise innerhalb von einem Institut. Die Angaben, vorher war auch Fraunhofer-Institut ISE, Herr Bürger verwendet immer gerne die Nettostromerzeugung, das ist das hier, das ist von Herrn Bürger, diese Energy Charts. Da kommt man auf höhere Werte, weil tatsächlich die Verluste von den konventionellen Kraftwerken beziehungsweise der Stromverbrauch dieser konventionellen Kraftwerke, diese großen Braunkohlebagger und so, die müssen natürlich auch betrieben werden. Die sind hier nicht berücksichtigt, sondern nur der Strom, der an der Steckdose ankommt, während die hier bei dem Bruttostromverbrauch sind die
mit berücksichtigen. Deshalb habe ich hier noch reingeschrieben mit Kraftwerkeigenverbrauch. Und dadurch gibt es offenbar Differenzen, so was da so die Statistiken angeht. Da muss man mal drauf achten, ob das Netto- oder Brutto-Stromerzeugung ist und so. Ich finde es eigentlich überflüssig, die ganze Diskussion. Im Grunde als Verbraucher interessiert mich, was aus der Steckdose rauskommt, nicht was da intern noch verloren geht. Und bin da eher bei Herrn Burger als bei dem anderen Teil des Fraunhofer Instituts, die da halt immer diesen Bruttostrom. Dadurch ist das Ganze ein bisschen niedriger, also nicht bei 60%, sondern bei 52%. Gut, hier sieht man noch das Ganze nicht nur insgesamt übers Jahr kumuliert, sondern was passiert da während eines Jahres. Man sieht natürlich im Sommer sehr viel Photovoltaikerzeugung, im Winter natürlich entsprechend wenig, analog zur Einstrahlung. Insgesamt nimmt es natürlich hier auch immer, die Peaks nehmen hier langsam zu, leider nur bis 2021 verfügbar hier. Und hier den Windstrom, da sieht man, dass man im Sommer ein bisschen weniger hat, im Winter dafür ein bisschen mehr. Und das Ganze akkumuliert, kommt man dann hier auf so eine mittlere Stromerzeugung. Das ist jetzt PV plus Wind, diese grüne Linie. Und wenn man die dann ein bisschen glättet, hat man dann relativ gleichmäßig, also aber zumindest diese Dunkelflauten. Man sieht also, diese grüne Linie geht im Grunde nie auf Null. Also immer so einen gewissen Wert, die das Ganze hat. Kommt darauf an, wenn man das Ganze auf Stundenwerte noch runterrechnet, dann kann das ein bisschen tiefer sein. Ich habe das mal, wo war das jetzt hier, für 2024 gemacht. Da habe ich jetzt tatsächlich mal geschaut, wo ist denn der tiefste Wert, wo haben die Erneuerbaren den geringsten Beitrag. Und es war am 11.01.2024, da haben die Erneuerbaren nur einen Anteil von 25,2% geleistet. Den Rest müssen wir halt durch zusätzliche Kraftwerke jetzt erzeugen oder durch Importe und so weiter. Aber man sieht aber, dass das Ganze sogar über 100% teilweise rausgeht. Also dass wir Zeiten haben, wo tatsächlich die Energiewende vollendet ist, wo man dann halt 100% aus Erneuerbaren erzeugt. Die gab es tatsächlich schon halt nur einen Tag lang oder sowas. Aber diese Zeiten nehmen halt zu, auch so, dass man dann mehr hat. Hier sieht man das Ganze, das ist vom Deutschen Wetterdienst. Das sind jetzt so dieser sogenannte Kapazitätsfaktor. Im Grunde ist analog zu den Vollaststunden. Man sieht also hier Windenergie im Winter hier, im Januar, März, den höchsten Kapazitätsfaktor, die meisten Vollaststunden, im Sommer am wenigsten. Genau umgedreht ist es bei der Sonne. Im Sommer natürlich am höchsten und im Winter am niedrigsten. Und insgesamt kombiniert kommt man zu relativ konstanten Kapazitätsfaktor, den wir hier haben, also 0,2 oder 20%. Bitte schön. Genau, also das ist gesagt, diese minimale Dings entspricht hier ungefähr 20% Mittel hier. Wie gesagt, das Minimum sogar, das ist ein bisschen älter jetzt, es gab von bis 2015. Hier ist der Wert sogar noch ein bisschen höher, ist das Minimum bei 25%. Genau. Da braucht man einen Speicher, oder wie? Genau, braucht man einen Speicher oder im Grunde sind Speicher immer das teuerste bei dem Ganzen. Was wir natürlich auch machen können, wir bauen einfach doppelt so viel Photovoltaik, die kostet fast nichts mehr und schmeißt den Strom einfach dann weg, was es im Sommer gibt. Dann hat man hier dann. Ich denke, wir haben die Frage mit den Netzen. So einfach wegschmeißen ist das, glaube ich, gar nicht. Mir bekannt vor Ort das Ganze, wenn Sie einfach, deswegen habe ich das erwähnt mit dem Maximum PowerPoint Tracker, wenn Sie diesem Wechselrichter sagen, er soll gar nicht im Maximum PowerPoint mehr arbeiten, dann können Sie das praktisch vor Ort abregeln, ohne dass Sie Probleme mit den Netzen haben. Das ist auch Vorschrift bei Anlagen über 30 kW oder über 100 kW, wird das praktisch vom Energieversorger selbst abgeregelt. Da haben Sie gar nichts mehr mit zu tun, da haben Sie praktisch die Anlage, gut, bringt natürlich ein bisschen weniger Ertrag, aber dadurch verflachen Sie praktisch das, haben Sie so ein, wie so ein Tafelberg oben, dann wird dann über längere Zeit die Vollleistung geliefert und haben Sie im Grunde auch mehr Volllaststunden dadurch, dass Sie den oben. Ist das auch okay? Ich meine, wenn da jetzt Sonne drauf kommt und da passiert? Passiert nichts. Bei den Photovoltaikanlagen, die läuft dann halt im Leerlauf, aber die geht nicht kaputt deswegen oder sowas. Anders als beim Kernkraftwerk, das darf nie unterwegs laufen. So. Ja. Nee, das passiert nichts tatsächlich. Also wirklich, die Photovoltaik funktioniert zwar dann, je nachdem, ob Sie das im Kurzschluss oder im Leerlauf laufen lassen, das macht dem nichts aus. Also das ist sehr robust. Also. Ja, diese Lasten sind ja alles Tageswerte. Genau, sind Tageswerte, genau. Das heißt nicht, dass wir pro Viertelstunde schon. Genau, da habe ich leider beim Fraunhofer-Institut nachgefragt, da habe ich keine Viertelstundenwerte bekommen und so. Muss man dann mal genau nachschauen. Aber Tages ist ja schon mal was. Also Tagesspeicher ist natürlich schon realisierbar als Jahreszeitenspeicher. Aber man sieht hier, was oft gesagt wird, ja, es gibt dann Zeiten, wo tatsächlich ein Tag oder wochenlang Dunkelflaute ist und keine Energie kommt, stimmt nicht. Also den schlechtesten Tag ist 25%. Es ist natürlich auch Wasserkraft mit dabei und Biomasse, aber schlechter als das wird es jetzt nicht so.
Ja, das Ablegern und solche Photovoltaik, zum Beispiel bei landwirtschaftlichen Betrieben, wenn man zugeht, gab es ja auch schon mal 70% Regelung und so. Genau, ja. Das ist gar nicht so wild. Ja, da meint natürlich immer der Betreiber dieser Anlage, 30% werden gekappt, aber es ist ja auch wirklich nur zu der Höchstzeit. Mhm. Genau, und dadurch entlastet man das Netz. Das Ganze ist natürlich jetzt so, wenn man jetzt zum Beispiel sein Elektrofahrzeug damit tanken will, kann man natürlich auch machen, dass man das genau so lädt, wenn tatsächlich diese Spitzenzeiten auftreten, ja, wenn Strom, der dann eh weggeschmissen werden würde und so. Und da hat man den Strom dann tatsächlich völlig umsonst zur Verfügung. Oder was in Zukunft kommen soll, diese Peer-to-Peer-Regelung, dass man den Strom einfach an seinen Nachbar verkaufen kann und so. Im Augenblick noch nicht zulässig durch das Energiewirtschaftsgesetz aus dem Jahr 1935 oder sowas, also das ist sehr alt. Da wäre es mal notwendig, dass man das tatsächlich das erweitert und dass tatsächlich so eine Möglichkeit von diesem Peer-to-Peer-Trading macht und so. Und dadurch kommt da mehr Bewegung auch in Investitionen, dass man solche Energiemanagementsysteme dann baut, die dann halt, wenn es eine Überproduktion gibt, irgendwo den Strom günstig anbietet. So eine Art, ich sagte immer, so ein eBay for Energy, wenn es da praktisch was gibt. Und dann kann man dann hier was zusammenklicken und schauen, jetzt brauche ich da Strom oder auch nicht. Oder macht es regelmäßig um 12 Uhr und so weiter. Da gibt es allerhand Möglichkeiten. Da gibt es hier in Essen immer so diese Messe eWorld. Da wird das alles da behandelt. Da kann man sich da über die neuesten Technologien, die es auf dem Gebiet hat, auch informieren. Und was halt natürlich eine Bremse war, war dieses Energiewirtschaftsgesetz, dass man es einfach nicht durfte. Und da investiert natürlich auch niemand drin, wenn man das nicht machen kann. Wie das jetzt geändert? Das wird jetzt, ja genau, warte, mit dem Solarpaket war da schon was drin. Ich weiß nicht, ob das Peer-to-Peer-Trading direkt so erlaubt ist. Wurde jedenfalls, ja. Am 25 wird was gemacht, dass das angeboten werden muss für die Kunden. Und da kann man sich ja dann mehr nachrichten. So hieß es damals. Das ist eingehalten, nicht falsch. Man kann natürlich als großer Energieversorger auf dem Energiemarkt mitmischen. Das wurde auch reduziert. Früher waren es mal 2 Megawatt Leistung, reduziert auf 1 Megawatt. Und wichtig wäre halt, dass am Kilowattbereich da auch was passiert, dass jeder das machen kann. Früher war das ein bisschen schwierig, das Ganze zu handeln. Aber heutzutage mit der Informationstechnik, die wir zur Verfügung haben, kann man praktisch von sehr kleinen Einheiten koordinieren oder orchestrieren. Hier sieht man auch eine schöne Grafik, so man sieht, es ist insgesamt, dass es jetzt bis 2023, kann man ganz grob sagen, dass die Stromerzeugung der Erneuerbaren hat sich seit 2011 verdoppelt und die übrigen Energieträger hat sich halbiert vom Stromverbrauch. Was natürlich, jetzt kommt das andere noch, wir haben natürlich noch den Verkehr und die Heizung und so weiter, das fällt natürlich noch dabei. Und da wollte ich demnächst jetzt noch ein bisschen was drüber erzählen und so. Kurz nochmal, wenn wir jetzt gerade mit großen Einheiten kommen, kurz zur Darstellung. Hier Kilo heißt 1000, Mega 1 Million, Giga 1 Milliarde, Tera, Terawattstunden zum Beispiel, heißt also 10 hoch 12 Terawattstunden und Peta 10 hoch 15, Exa habe ich vorher falsch gesagt, ist 10 hoch 18, ich habe vorher gesagt 10 hoch 15. Exajoule zum Beispiel ist eine Einheit, die für die Weltenergieversorgung eine Rolle spielt. Kommt nachher am Schluss, wollte ich die Perspektive noch ein bisschen weiterspinnen von Deutschland weg auf die Weltenergieversorgung. Dadurch wollen Sie hier kurz nochmal darstellen, dass es praktisch hier auf 10 hoch 18 geht. Nur damit man mit den Einheiten ein bisschen klarkommt. Die anderen brauchen Sie jetzt nicht, Milli und so weiter, das ist nur der Vollständigkeit halber hier mit drauf. Die Umrechnung, gut, war früher noch immer interessant, gibt es immer noch Tabellen und so weiter in Kilogramm Steinkohleeinheiten und Erdgas und so weiter. Selbst diese BP, World Energy Report, das war früher immer noch in Barrel Öl und so weiter, kann man vergessen. Die haben jetzt alle auf Joule umgeschaltet, weil ich aus der Elektrotechnik komme, wir verwenden halt gern Kilowattstunden und so, weil das verwende ich das halt hauptsächlich. Kann man gleich dann schnell umrechnen in Kilowattstunden, Megawattstunden, Terawattstunden und so, dabei bleibe ich jetzt bei der Einheit. Der Vollständigkeit halber, Sie kriegen ja die Präsentation, kann jeder nochmal ein bisschen umrechnen, wie viel das Ganze dann ist. Wobei die auch nicht exakt sind. Also Rohöl ist ja gar nicht exakt. Es kommt immer darauf an, wo das Rohöl herkommt. Also da gibt es zwischen den einzelnen Fördergebieten nicht erhebliche Unterschiede, aber auch Unterschiede. Also keine so genaue Einheit. Zunächst mal hier die Nutzungssektoren des Nettostromverbrauchs. Wir haben die Haushalte mit 26%, die Industrie, Bergbau und auch verarbeitendes Gewerbe mit 45% und Verkehr macht nur 2% aus. Da gibt es halt nur die Bahn, die das hat und die paar Elektroautos, die wir haben. Deswegen macht das nur 2% leider aus. Und Gewerbe hat Dienstleistungen 27%. Insgesamt kommt man, wie vorher schon erwähnt, auf knapp 500 Milliarden Kilowattstunden oder in anderen Worten Terawattstunden. Benutze ich eigentlich lieber, weil Milliarden Kilowattstunden, ich weiß auch nicht, findet man oft in so Grafiken. Bitte? Frage, das ist ja jetzt der aktuelle Stromverbrauch. Genau, das ist der aktuelle Stromverbrauch. Und da ist ja noch nicht mit dabei, welche Energie oder woher wir Energie für die Wärme brauchen. Kommt jetzt. Das ist praktisch nur Status quo.
Dann auch für die Haushalte haben wir hier Heizung 7%, also Wärmepumpen ist ja noch nicht viel dabei. Das ist jetzt, glaube ich, 2016, ist ein bisschen älter, also praktisch nur diese, was in Paderborn relativ viel haben, diese direkten Elektroheizungen, diese Nachtspeicheröfen und so weiter, die im Grunde auch nur in Betrieb kamen, weil die ganzen Grundlastkraftwerke nachts ausgelastet werden mussten. Und gab es halt keine Abnehmer, da haben wir künstlich Abnehmer geschaffen, indem man dann halt sehr günstigen Tarif nachts gemacht hat und dann die tatsächlich nachts die Heizungen gebullert haben, um diesen Stromverbrauch zu produzieren. Den größten Stromverbrauch haben wir Kochen, Bügeln und so weiter und sonstige Prozesswärme, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine und so weiter. Dann hier Kühl- und Gefriergeräte, 23%, Warmwasser 12%. Letzter Zeit stark zunehmend natürlich Information, Kommunikation, den Router, den Fernseher und so weiter, Drucker, Computer und so weiter. Macht inzwischen auch schon einiges. Handy laden, gut, macht auch ein bisschen was aus. Und hier sieht man jetzt mal das gesamte Energieflussbild. Das heißt hier die sogenannte das Energieaufkommen im Inland. Dann gibt es einen Teil, was dann natürlich auch exportiert wird, zum Beispiel von der Braunkohle. Das sind Ganze jetzt in Petajoule, sind nicht in Terawattstunden, sondern Petajoule. Da ist ein Faktor 3,6 zwischen Terawattstunden noch dazwischen. Also einfach durch 3,6 teilen, dann kommt man auf die Terawattstunden. Und da ist man diesen Primärenergieverbrauch, also knapp 12.000 Petajoule. Also kommen wir an diesem Punkt jetzt tatsächlich 12.000, dann sind es durch, müssen wir praktisch Exajoule hier nehmen, 11 Exajoule sind dann 3.600 Terawattstunden, genau. 3.600 Terawattstunden verbrauchen wir in Deutschland an Energie. Genau, an Primärenergie, das ist ja. Genau das hier. Genau das hier, jetzt hier ist nochmal rot dargestellt. Das ist jetzt der sogenannte Primärenergieverbrauch, aber man sieht, da ist einiges an Verlusten da. Zum Beispiel ins Kohlekraftwerk. Aber wenn gerade nicht die Wärme oft nicht genutzt wird, weil es Sommer ist und die Fernwärme nicht gerade gebraucht wird, dann geht halt 60% durch den Kamin raus. Und die sind dann praktisch hier. Was eigentlich viel relevanter ist als dieser Primärenergieverbrauch, ist dieser Endenergieverbrauch. Das ist das, was wir tatsächlich brauchen und so. Das andere ist oft ziemlich viel auch beim Verkehr. Ein Verbrennungsmotor, das da noch gar nicht berücksichtigt. Von dem Verbrennungsprozess, dem Ottoprozess gehen rund 70% verloren von dem Brennwert des Benzins und so. Nur 30% hat man dann an mechanischer Energie. Das kann man natürlich auch viel, viel besser machen, zum Beispiel mit Elektromobilität. Da hat man rund 80% Wirkungsgrad, wenn nur 20% verloren. Durch Batterieladung oder Entladung und sonst im Motor geht auch noch ein bisschen was verloren. Also das ist dann viel, viel besser. Und da wollte ich jetzt gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Also das ist ein Primärenergieverbrauch, was oft angesprochen werden, ist eigentlich gar nicht so relevant, wie man oft denkt. Und man muss jetzt für die vollständige Energiewende gar nicht unbedingt den Primärenergieverbrauch ersetzen, sondern weniger als die Hälfte von dem. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen. Das sind die beiden einzelnen Bereiche. Wie gesagt, bei Verkehr ist das noch gar nicht berücksichtigt. Da ist das Benzin immer noch schon drin, obwohl es halt schlecht verwertet wird. Bei den Haushalten ähnlich. Da ist noch ganz ohne Wärmepumpe gerechnet. Da ist es praktisch nur mit diesen Elektroheizungen und so weiter. Gut, aber das ist das offizielle Diagramm, was man auch findet hier vom BDEW. Hier sieht man praktisch im Detail, kann man sich da nur nachschauen, also was tatsächlich an Strom jetzt hier da ist. Mineralöl sieht man mehr als doppelt so viel im Strom. Das ist natürlich hier im Verkehr absolut dominierend. Es wird sehr viel Energie durch den Verkehr verbraucht. Also wesentlich mehr als Strom. Wir haben die ganze Zeit jetzt für die letzten Stunden nur um Strom diskutiert. Aber hier bei Mineralöl, sei es zur Heizung oder von Verkehr, geht eigentlich viel mehr drauf an Energie. Und hier sieht man dann die Anteile an erneuerbaren Energien. Das Thema war ja, wie groß ist der Anteil erneuerbaren für die Energiewende. Wenn man jetzt sagt, okay, man will jetzt alles ersetzen, inklusive den Verkehr und so weiter und die Heizung mit Erneuerbaren, zieht es dann halt nicht so gut. Also haben wir nicht die Hälfte, sondern liegt jetzt, wenn man jetzt beim Brutto-Endenergieverbrauch, also dem Ganzen jetzt das Ganze spricht, dann liegt man da hier jetzt bei 19 oder knapp 20% hier. Aber wenn man jetzt den Primärenergieverbrauch nimmt, was natürlich ziemlich blöd ist, hat Sinn nimmt es aber trotzdem, um die Erneuerbaren möglichst schlecht darzustellen, sagt er immer so diesen, ja, die machen ja nur 16, nimmt meistens doch alte Zahlen, sagt er, macht ja nur 14% vom Primärenergieverbrauch aus. Und wie gesagt, wir liegen da wesentlich besser, wenn man den Endenergieverbrauch nimmt, aber wir liegen insgesamt eigentlich noch besser, wenn wir unsere Verbraucher verändern, also sprich Elektromobilität und Wärmepumpen. Und da komme ich jetzt noch darauf zu sprechen, wie viel man dann tatsächlich braucht. Insgesamt ist aber gar nicht schlecht, das ist praktisch die verbliebenen Treibhausgasemissionen durch den Einsatz erneuerbaren Energien im Jahr 2020. Man sieht jetzt hier, Strom wurde am meisten vermieden, also am meisten passiert.
Bei Verkehr ist fast gar nichts passiert. Da gab es halt ein bisschen 5% Zusatz für den Biokraftstoff, der natürlich auch eine enorme Nachhaltigkeitsdiskussion zur Folge hatte, weil es auf Palmöl war, was eingesetzt wurde. Da fragt man sich auch, ob das jetzt besonders sinnvoll war. Also hat hier am wenigsten gebracht am Verkehr. Da ist der höchste Nachholbedarf. Ähnlich bei der Wärme. Das Ganze ist jetzt von welchem Jahr? 2020, genau. Also da gibt es jetzt auch mit der Wärmepumpe, da ändert sich denn, da passiert dann schon ein bisschen was. Dass da doch trotz Angstmacher mit den Wärmepumpen doch einige Leute Wärmepumpen installiert haben. Gerade habe ich es gelesen, also bei dem Neubau über die Hälfte bauen da Wärmepumpen ein. Mehr sogar. Okay. Genau, und insgesamt hat man jetzt 226 Millionen Tonnen CO2 vermieden da durch unsere Erneuerbaren jetzt. Genau, kurz mal weltweit. Also man muss natürlich auch berücksichtigen, wird zwar immer behauptet, Deutschland sind die Einzigen, die sowas machen, aber wir schauen mal kurz weltweit, was das Ganze ausmacht, wie viel das da ist. Hier sieht man, das meiste, was hier ist, ist in Brasilien. Nicht nur, weil der Stromsektor stark wasserkraftlastig ist, sondern weil die tatsächlich viel Fahrzeuge haben, die mit Biokraftstoffen funktionieren. Angefangen seit den 80ern mit diesem Programm Pro Alkohol. Im Grunde ist es mit Methanol, die da fahren. Der Zuckerrohrschnaps im Grunde, mit dem die da fahren, wird im Großteil der Fahrzeuge mitbetrieben. Das ist natürlich auch immer ein Politikum. Das Ganze ist natürlich nicht nur aus Umweltschutzgründen, sondern weil die Agrarlobby hat halt ziemliches Sagen. Und die haben das Runde auch initiiert damals. Damals war der Umweltschutzgedanke noch nicht so groß. Aber jetzt im Nachhinein stellt sich das als ganz positiv hinaus. Die haben da praktisch den höchsten Anteil am Endenergieverbrauch an Erneuerbaren, über 40%. Ich sage, Deutschland haben wir gesagt, um die 20% haben wir jetzt in 19% hier. Und ja, wir liegen da, Kanada ist noch besser. EU insgesamt ist sogar noch besser als wir. Also wir sind da gar nicht so einsam, wie es oft behauptet war, dass Deutschland allein die Welt retten will und so. Ist es nicht so. Also es gibt Länder, die sind da, weil sogar die ganze EU liegt da noch ein ganzes Stück besser. Oh, weil müsste doch jetzt besser sein. Ah, ja, das Ganze sind jetzt nur G20-Länder und so. Es gibt nur G20 jetzt. Ich habe keinen insgesamt, sondern muss man mal schauen, ob wir da noch mehr bekommen. Costa Rica hat 100% erneuerbare, Island natürlich auch so, ist da halt nicht bei den G20 mit drin und so weiter. Norwegen eigentlich auch, aber sehr viel natürlich Strom, 100% aus Erneuerbaren und jetzt die Elektromobilität ist ja weit fortgeschritten. Aber insgesamt hier, das ist jetzt weltweit, sieht man praktisch, der Anteil an Erneuerbaren bei thermischen Prozesse liegt bei 10%, beim Transport ist es halt auch nicht so weit her, gut, fast besser als in Deutschland mit 3,4%. Und bei der Stromerzeugung 27% liegt man da weltweit. Das sind praktisch diese Sachen. Also Deutschland ist da nicht allzu weit weg. Also ist keineswegs so, dass Deutschland da sich ruiniert, weil jetzt Deutschland unbedingt diese Energiewende durchziehen will. Also wir liegen da, wie gesagt, eher so unterdurchschnittlich, zum Beispiel zur EU und so. Hier sieht man das Ganze. 2011 war das Ganze in Exajoule nochmal, nicht dass ich verwechsle, 10 hoch 18 Joule, war der Weltenergieverbrauch bei rund 350 Exajoule. Und wurde zu 81% durch fossile Energien gedeckt. Insgesamt hat jetzt zwar der Weltenergieverbrauch zugenommen, aber insgesamt ist der Anteil zurückgegangen, weil natürlich die Erneuerbaren ausgebaut wurden. Insgesamt ist es jetzt in Grau angezeichnet, aber eigentlich geht es darum, um Kernenergie. Hat der Anteil hier abgenommen von der Kernenergie? Kommt nachher noch ein extra Graph drüber. Aber insgesamt sieht man natürlich insgesamt immer noch zugenommen. Also wir müssen noch viel, viel schneller Erneuerbare auskommen, damit man hier nicht nur den Anteil reduziert, sondern den Absolutverbrauch an Fossilen runterbekommt. Aber zumindest ist schon ein Fortschritt. Wir haben den Anteil hier ein bisschen reduziert. Früher hat er immer nur zugenommen, aber man hat ein bisschen was erreicht hier. Was ganz positiv stimmt, ist natürlich so, was in neuen Kraftwerken installiert wird. Und in neuen Kraftwerken wird auch behauptet, dass China ganz, ganz viel Kohlekraftwerke installieren würde. Stimmt nicht. Also insgesamt weltweit, China macht den größten Anteil davon aus, also werden 83% aller neuen Kraftwerke sind erneuerbare Kraftwerke von der Nennleistung her. Sieht man auch hier, sieht man praktisch hier sogar noch mehr. Das Ganze ist jetzt hier Renewable Power, ein bisschen anderen Wert, liegt aber ähnlich im Bereich 87%. Davon würden 473 Gigawatt an erneuerbaren Lines 2023 installiert. Also man sieht, wie rapide das hier hochgegangen ist, während hier der konventionelle Bereich sinkt. Das liegt natürlich auch daran, dass die Preise ordentlich runtergegangen sind. Ihr habt es bei der Photovoltaik schon erzählt. Also früher hatte eine Kilowattstunde noch 38 US-Dollar-Cent pro Kilowattstunde gekostet. Jetzt liegt man da weltweit bei ungefähr 5 Cent. Das ist praktisch der Bereich, wo fossile Energien arbeiten. Also man ist da tatsächlich am unteren Bereich. Concentrating spielt im Grunde auch keine Rolle mehr, so ähnlich wie die Solarthermie. Dann Offshore-Windpower ist man auch hier drunter, in dem Bereich von fossilen Energien. Und hier mit Onshore-Windpower ist man tatsächlich unterhalb von fossilen Energien.
teilweise sogar erheblich. Das Ganze ist natürlich stark standardabhängig. Also wenn man doppelt so viel Einstrahlung hat in dem Standard, dann ist der Preis natürlich auch nur noch halb so hoch. Deswegen ist hier eine relativ große Range, was man hier hat. Hier sieht man das Ganze nochmal, das habe ich vorher schon erzählt, dieser Graph. Man kann prinzipiell sagen, dass man eine 25-prozentige Preisreduktion bei Verdopplung der kumulierten Produktion oder der kumulierten Installation an Photovoltaik hat. Sieht man hier ganz gut, also hier von 1 auf 2 Gigawatt und so hat man hier 25% Reduktion im Preis. Das Ganze ist sogar rhythmisch dargestellt, sonst würde man hier gar nichts sehen, sonst würde man hier eine ganz flache Kurve sehen und da sieht man, das Ganze ist es hier durch eine schöne Gerade extrapolierbar. Man sieht ja den Preis jetzt etwas zugenommen von 2021, 2022. Jetzt aber die neuesten Daten ist es schon so, dass man im Bereich von 15 Euro Cent pro Watt liegt, also hier in dem Bereich ungefähr so. Und man hat jetzt insgesamt eine Leistung von 1,6 Terawatt oder 1600 Gigawatt installiert. Also man ist jetzt ungefähr hier. Genau, das waren praktisch die Aufteilungen an Neuinstallationen erneuerbaren 2023. Da kommt man ein bisschen größeren Wert auf 576 Gigawatt. Hauptsächlich Photovoltaik, 447 wurden allein in Photovoltaik investiert. Wesentlich weniger, nur ein Viertel ungefähr davon in Windenergie, Biomasse nur 4 Gigawatt, Wasserkraft 7 Gigawatt und so weiter. Also Photovoltaik ist die dominierende Technologie und vor allem in China, wenn man praktisch jetzt gleich sieht, wo passiert am meisten. Hier sieht man praktisch den Anstieg an jährlich neu installierter Kapazität, 477 Gigawatt. Und da wurde der ganz große Anteil hier durch China realisiert. Also die investieren massiv in Erneuerbaren, insbesondere Photovoltaik. Europa sieht man hier 2011, da war tatsächlich noch Deutschland und Italien da dominierend und dann ging es halt mit Europa bergab. Da wurden auch die meisten Solarmodule in Deutschland hergestellt. Jetzt gibt es fast gar keine Fabrik mehr. Und hier die insgesamt installierte Kapazität liegt jetzt hier bei rund bei 1,6 Terawatt oder 1624 Gigawatt, die wir hier haben. Also das ist auch rapide hochgegangen, Anstieg von 38% gegenüber vorletztem Jahr. Von 2024 sind die Angaben noch nicht da hier. Genau, das ist die gesamt installierte Kapazität, die neu installierte, sondern was insgesamt schon da ist, da macht China von allen installierten Modulen ungefähr 40% aus. USA 11%, Japan 6%, Deutschland 5%. Also von wegen Deutschland rettet alleine die Welt und so, was da von AfD-Seite oft so behauptet wird. Also stimmt hier überhaupt nicht. Genau, was vorher schon angeklungen ist, ist natürlich stark standortabhängig. Wenn man natürlich eine Einstrahlung hat wie in Ägypten und so, dann hat man natürlich hier wesentlich größere Einstrahlungen. Wie gesagt, im Sommer unterscheidet sich es gar nicht so groß, aber natürlich diese Winter sind dann wesentlich besser. Man braucht natürlich viel weniger Einstrahlung. Und da kam natürlich auch die Idee drauf, was man jetzt gleich zu sprechen kommt, ein bisschen Wasserstoff. Dass man im Winter Wasserstoff halt in Afrika produziert und hochtransportiert. Und da kommen wir jetzt 5 Minuten drauf zu sprechen. So. Zunächst mal noch Entwicklung des relativen Anteils von PV und Erneuerbaren am globalen Stromverbrauch. Das ist auch ein bisschen enttäuschend. Gut, wir haben gesehen, es gibt noch immer noch sehr hohen Anteil an Nicht-Erneuerbaren, rund 70%. Dann gibt es, da gehört Fossil und Nuklear mit dazu in dieser Darstellung hier. Das sind andere, als wir vorher gesehen hatten. Und hier die anderen Erneuerbaren, insbesondere Windenergie, machen rund ein Viertel aus und Solar bisher 5,5%. Also es gibt noch sehr viel zu tun, wenn man die globale Energiewende sieht. Insgesamt kurz Windenergie global gibt es auch ein Auf und Ab. Global gesehen kommt man auf Neuinstallationen von rund 116 Gigawatt pro Jahr und nur ein relativ kleiner Anteil in Offshore. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem, das ist weniger dynamisch als die Photovoltaik. Schon allein die Genehmigung, habe ich gehört, brauchen 7 Jahre für eine Windkraftanlage. Herr Habeck hat es jetzt anscheinend auf die Hälfte reduziert, auf 3,5 Jahre. Aber es ist natürlich bei einer Photovoltaikanlage ist es halt eine Sache von Wochen oder Monaten, so eine Sache in Gang zu kriegen und so. Dadurch ist die Dynamik halt ein bisschen geringer hier. Man sieht hier auch, dass auch bei der Windenergie China absolut führend ist, also sogar noch stärker als bei der Solarenergie. 66% aller neuen Installationen onshore ist China und sogar bei Offshore-Windenergie, obwohl die Küstenlänge im Vergleich, gut, ist auch relativ groß, aber einem gar nicht bewusst, dass China 60% aller neuen Offshore-Windkraftanlagen oder 58% aller neuen Offshore-Windkraftanlagen macht hier. Und hier spielt Deutschland jetzt hier gar keine Rolle. Da wurde offenbar letztes Jahr keine in Betrieb genommen. Deswegen tritt es hier, ich sehe vielleicht bei Rest of the World mit dabei und so. Insgesamt gab es ja was, aber insgesamt war es auch nur 3% aus. Genau, und an Land jetzt 3% für die Onshore-Windkraftanlagen insgesamt. Von der installierten Leistung ist man ungefähr bei 1 Terawatt oder 1000 Gigawatt.
Und da ist China auch mit 43% dabei, hat ein bisschen später angefangen, deswegen ist es halt nicht so bei der Neuinstallation, das über die Hälfte ausmacht. Da ist Deutschland noch mit dabei, ist ja relativ viel passiert, also vor 10 Jahren oder so, da ist es passiert noch relativ viel, ist ja noch mit 7% mit dabei. Und Offshore auch noch insgesamt von der installierten Kapazität noch mit 11%. Wie gesagt, letztes Jahr gab es keinen Zugewinn, deswegen war das, kommt dann jetzt noch, nachdem die Gesetzesänderungen da durch sind und das Ganze schneller installiert wird. Hier sieht man die Kostenentwicklung. Früher war bei Solarenergie das teuerste aller Möglichkeiten, Strom zu erzeugen, und ist inzwischen hier zum billigsten geworden. Dann ging es hier nochmal hoch, geht jetzt aber wieder runter und so. Die neuesten Angaben, was ich da hatte, geht dann wieder runter. Bei Nuklear ist genau das Gegenteil der Fall. War früher mal billiger, ist aber aufgrund der ungelösten Endlagerproblematik und Sicherheitsvorkehrungen eher teurer geworden als billiger. Komme ich nachher nochmal auch kurz drauf zu sprechen. Und Windenergie, ähnlich wie bei der Solarenergie, ist eins der billigsten Energieformen inzwischen geworden.